Guten Abend zu Kontrovers Extra. Vor 11 Jahren ist die kleine Peggy aus Oberfranken verschwunden, spurlos. Und ihr Fall gibt uns immer noch Rätsel auf. Die Polizei hat wochenlang, sie hat monatelang nach Peggy gesucht, aber es gibt keine konkrete Spur, es gibt keine Anhaltspunkte, wo Peggy wirklich steckt. Und es gibt auch keine hundertprozentige Gewissheit, dass Peggy tot ist, denn es gibt keine Leiche. Für die Polizei und die Justiz dagegen gibt es einen Täter, einen Mörder. Er ist geistig behindert und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Allerdings bezweifeln viele in Peggys Heimatort in Lichtenberg, dass Ulvi Kulatsch wirklich verantwortlich ist für das Verschwinden von Peggy. Und viele kämpfen für eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Uns hat der Fall Peggy nie losgelassen. Wir sind immer dran geblieben und Kontroversreporter Christian Stücken hat den vermeintlichen Tathergang rekonstruiert und hat sich nochmal auf Spurensuche begeben. Gudrun Rödel ist der Vormund eines verurteilten Mörders. Jetzt will sie seine Unschuld beweisen. Ihre Spur? Ein Bus und die entscheidende Frage, wann der Bus damals den Tatort Lichtenberg erreichte. Im Urteil steht eine andere Uhrzeit, als die Tachoscheibe des Fahrtenschreibers anzeigt. Das möchte ich gerne nachrecherchieren. Ihr Ziel? Naila, ein kleiner Ort in Oberfranken. Dieser Bus fuhr damals mit einer wichtigen Zeugin von Naila nach Lichtenberg, als Peggy verschwand. Und jetzt kommt es darauf an, wann dieser Bus in Naila losgefahren und in Lichtenberg angekommen ist. Es geht um ein paar Minuten. Sie sind von entscheidender Bedeutung. Diese paar Minuten, eine Viertelstunde, die entscheiden darüber für mich, dass Ulvi unschuldig verurteilt wurde. In Frankfurt bereitet der von ihr beauftragte Anwalt Michael Euler einen Wiederaufnahmeantrag vor. Der Rechtsanwalt hat Erfahrung mit Fällen, die neu aufgerollt werden. Inzwischen hat er Tausende von Seiten gesichtet. Zeugenaussagen, Vernehmungsprotokolle, Polizeiberichte. Für ihn ist dieser Fall ein Polizeiskandal. Der Polizei ist der Vorwurf zu machen, dass als man sich einmal auf Ulvi als Täter festgelegt hat, man den entscheidenden Spuren nicht mehr nachgegangen ist. Michael Euler ist von der Unschuld seines Mandanten überzeugt. Er hat neue Spuren gefunden. Und als er ihnen folgt, stößt er auf Dinge, die er sich vorher niemals hätte vorstellen können. Mario Schwenk hatte nach der Trennung von Peggys Mutter kaum Kontakt zu seiner Tochter. An die Schuld von Ulvi Kulatsch hat er nie geglaubt. Auch er hofft auf ein Wiederaufnahmeverfahren. Wenn sich die Unschuld von Ulvi Kulatsch herausstellt, dann müsste die Polizei wieder nach Peggy suchen. Die große Hoffnung wäre, das Mädchen wiederzufinden. Aber grundsätzlich müssen wir herausfinden, was passiert ist, warum es passiert ist und wie es dazu kommen konnte. Es ist Montag, der 7. Mai 2001. Um 13.05 Uhr verlässt Peggy gemeinsam mit ihrer Freundin die Volksschule in Lichtenberg. Die beiden unterhalten sich noch vor dem Haus der Freundin, dann verabschiedet sich Peggy und biegt in die Nailaer Straße ein. Dort wird sie von einer Frau gesehen. Außerdem sieht ein Mädchen, was in dem herannahenden Schulbus aus Naila sitzt, Peggy kurz vor ihrer Haustür. Nach den polizeilichen Ermittlungen ist es Punkt 13.15 Uhr. Die Polizei geht davon aus, dass Peggy niemals zu Hause ankommt. Am Tag nach ihrem Verschwinden läuft eine der größten Suchaktionen in Deutschlands Polizeigeschichte an. Hundertschaften durchkämmen die umliegenden Wälder und suchen in Höhlen. Tornados der Bundeswehr überfliegen die Gegend um Lichtenberg mit Wärmebildkameras. Ohne eine Spur. Eigentlich war das mehr oder weniger warten. Also außer mal rumtelefonieren und überlegen, was einem noch einfällt, wen man noch fragen könnte, bleibt gar nicht viel mehr. Bei der inzwischen gegründeten Sonderkommission Peggy wird immer wieder ein Name genannt. Es handelt sich um einen jungen Mann, Ulvi Kulatsch.
Jeder in Lichtenberg kennt den damals 23-Jährigen. Ulvi Kulatsch hat das geistige Niveau eines 8- bis 10-Jährigen. Im Ort gilt er als harmlos. Manche halten ihn für einen gutmütigen Dorftrottel. Doch dann wird bekannt, Ulvi Kulatsch belästigt Kinder, zieht sich vor ihnen aus und befriedigt sich selbst. Und wie dann im Rahmen der Ermittlungen auch bekannt wurde, war das dann auch in mehreren Fällen. Und da war er halt sofort der Verdächtige für die Polizei. Und das wird er bleiben. Gudrun Rödel hat von Anfang an nicht an die Schuld von Ulvi Kulatsch geglaubt. Jetzt will sie ihn entlasten. Ihre Spur? Der Bus nach Lichtenberg. Hier irgendwo muss nach ihren Informationen vor 11 Jahren die Haltestelle gewesen sein. Das ist hier der Bahnhof in Naila. Und an dieser Stelle fuhr der Schulbus ab, damals, in dem das Mädchen saß, die später dann sagt, ich habe die Peggy aus dem Bus heraus noch laufen sehen. Von hier fuhr der Schulbus mit der Zeugin los. Jetzt ist die Frage, wie lange er damals für die 8 Kilometer nach Lichtenberg brauchte. Nach Gudrun Rödels Recherchen soll der Bus damals um 13.10 Uhr in Naila abgefahren sein. Den Ermittlungen der Polizei zufolge war er aber bereits um 13.15 Uhr in Lichtenberg. Irgendwas kann da nicht stimmen. Gudrun Rödel erreicht die Haltestelle in Lichtenberg. Nach ihrem Test braucht der Bus eine gute Viertelstunde für die 8 Kilometer lange Strecke. Und das bedeutet, dass ganz einfach die Feststellung im Urteil, Peggy wurde 13.15 Uhr gesehen in Lichtenberg, dass die einfach falsch ist. 4 Monate nach Peggys Verschwinden wird Ulvi Kulatsch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen und in eine Klinik in Bayreuth untergebracht. Die Beamten sind überzeugt, dass er auch etwas mit dem Verschwinden von Peggy zu tun hat. Er wird als Beschuldigter verhört. Und immer wieder wird er gefragt, was er mit dem Mädchen gemacht hat. Dann hat er gesagt, jawohl, ich habe die Peggy vergewaltigt. Und das ist ja eigentlich das, was man von ihm gerne hören wollte. Ulvi Kulatsch sagt aus, dass er Peggy 4 Tage vor ihrem Verschwinden hier im Haus seiner Eltern vergewaltigt hat. Für die Ermittler ist das ein Motiv. Kurz darauf tauchen 2 Kripo-Beamte in der Bayreuther Klinik auf. Dort sitzt ein alter Bekannter, der V-Mann Peter Hoffmann. Da haben sie mich gerade besucht und haben auch Essen mitgebracht. Und dann habe ich mir gedacht, was geht denn da ab? Da haben sie gesagt, dass er da gegen Ulvi ermitteln. Sein Auftrag, er soll Ulvi Kulatsch aushorchen und wenn er etwas erfährt, soll er sich melden. Ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Wenn ich ihnen helfe, dann helfen sie mir auch, dann gehen sie zum Staatsanwalt und werden versuchen, mich rauszuholen. Ja, aber ich habe das Spiel mitgemacht, ne? Peter Hoffmann ist bereit, Ulvi Kulatsch auszufragen. Er verspricht, sich zu melden. Ein Dreivierteljahr nach dem Verschwinden des Mädchens hat die Polizei mehr als 4000 Spuren abgearbeitet. Vergeblich. Für die Soko Peggy kommt Ulvi Kulatsch inzwischen für die Tat nicht mehr in Frage. Es hat sich herausgestellt, dass er für die Tatzeit ein Alibi hat. Aufgrund unseres derzeitigen Ermittlungsstandes kommt dieser 24-jährige Lichtenberger momentan nicht als derer in Frage. Nach 9 Monaten Ermittlungsarbeit steht die Soko Peggy im Februar 2002 wieder am Anfang. Sie konnte keinen Täter ermitteln. Es gibt nicht mal eine heiße Spur. Alle Hinweise führen ins Nichts. Zu wenig für die Polizeiführung. Sie wechselt die Soko aus. Neuer Mann an der Spitze der Soko Peggy 2 wird Kriminaldirektor Wolfgang Geier. Die neue Soko nimmt Ulvi Kulatsch erneut ins Visier. Ermittler, Staatsanwälte oder Richter möchten sich heute nicht zu dem äußern, was im Folgenden passiert. Für sie ist der Fall rechtskräftig abgeschlossen.
Also mein Eindruck ist der, dass sich die Soko 2 hier auf Ulfi als Täter eingeschossen hatte und man dann natürlich im Rahmen der Zeugenvernehmung gezielt zu Lasten von Ulfi gefragt hat. Man hat alles, was zu seiner Entlastung beigetragen hat, erstmal außen vor gelassen und das, was belastend war, natürlich besonders hervorgehoben. Und so kommt es, dass die Ermittler wichtige Spuren vernachlässigen. Wie jene Spur in Helmbrechts, ein paar Kilometer von Lichtenberg entfernt. Hier will ein Mann 3 Tage nach Peggys Verschwinden eine weitreichende Beobachtung gemacht haben. Ich weiß, der da oben wohnt, der hat nämlich 3 Tage, nachdem die Peggy verschwunden ist, eine Kinderleiche da oben im Wald gesehen. Können Sie sich daran erinnern, dass die da mal mit der Polizei ein größeres Waldstück abgesucht haben? Ja, da kann ich mich jetzt noch erinnern. Ja. Da haben sie das abgesucht, ja. Den Akten nach muss es hier gewesen sein, in diesem Waldstück. Michael Euler will sich den Ort genauer anschauen. Der Zeuge wollte ihn nicht dorthin führen, er wollte nicht mal mit ihm reden. Doch in den Verfahrensakten findet Michael Euler die Aussage des Mannes. Ich entdeckte etwa 5 Meter links von diesem Waldweg jemanden liegen. Neben dieser Person lagen Kleidungsstücke. Es war ein Mädchen. Ich konnte ein puppenhaftes Gesicht erkennen. Es lag regungslos auf dem Rücken. Ich war zuerst total fertig. Schließlich dachte ich doch sofort an das verschwundene Mädchen aus Lichtenberg. Doch als die Polizei kommt und mit dem Mann zu der Stelle geht, wo das Mädchen angeblich lag, findet sie nichts. Die Polizei umstellt den Wald. Spürhunde durchsuchen die Gegend. Ohne eine Spur. Hat sich der Zeuge alles nur eingebildet? Will er sich wichtig machen? Doch der Zeuge bleibt bei seiner Aussage. Meine Entdeckung entspricht auf alle Fälle der Wirklichkeit. Eine Einbildung ist völlig ausgeschlossen. Mir ist das jetzt natürlich sehr peinlich. Sie werden wahrscheinlich denken, ich will mich nur wichtig machen. Aber es lag jemand da. Auf Vorschlag der Polizei ist der Zeuge bereit, wie er sagt, sich einer Hypnose zu unterziehen, damit man ihm auch glaubt, was er gesehen hat. Aber als die Staatsanwaltschaft verlangt, er solle auch die Kosten tragen, lehnt er das ab. Und so dauert es fast 1 Jahr, bis sich bei der Polizei ein Psychologe findet, der den Zeugen unter Hypnose befragt. Da ist rausgekommen, dass dieser Zeuge mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Mädchenleiche hier im Wald entdeckt hat. Eine Mädchenleiche mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. In ganz Oberfranken wird zu diesem Zeitpunkt außer Peggy kein weiteres Mädchen vermisst. Doch die Polizei geht dieser Spur 1 Jahr nach ihrem Verschwinden nicht mehr nach. Denn inzwischen hat der V-Mann der Polizei Informationen geliefert. Peter Hoffmann hat mit Ulvi Kulatsch gesprochen und der soll ihm Brisantes erzählt haben. Bei der Soko Peggy 2 gilt der Kleinkriminelle als glaubhaft. Und der ist bereit, fast alles zu tun, um nur wieder in Freiheit zu kommen. Das war dann bei mir irgendwie im Kopf verankert. Ich dachte, naja, wenn die mich rausholen, dann kannst du ein wenig lügen. Ist ja wurscht, ne? Weil er hat eine andere Straftaten ja auch noch gemacht gehabt, ne? Sexuelle Missbräuche, ne? Da habe ich mir gedacht, naja, eingesperrt wäre er sowieso, ne? Und so teilt ihnen Peter Hoffmann mit, was er sich selbst ausgedacht hat. Eine kleine, schmutzige Lüge. Der Ulfi hat die Peggy abgelauert, ne, da in so Schleichweg oder was das war, und hat sie dann umgebracht. Aufgrund dieser Aussage lässt Soko-Chef Geier eine Tathergangshypothese erstellen. Im vorliegenden Delikt dürfte es zu einer Eskalation im Handlungsablauf gekommen sein. Von einer geplanten Tötung ist nicht auszugehen. Er hat eine Tathergangshypothese erstellen lassen von einem Profiler, der mit ihm zusammengearbeitet hat, in der bereits alles enthalten war, wie das Geständnis vom Ulfi einmal auszusehen hat. Sie fangen an, Ulvi Kulatsch in die Mangel zu nehmen. Sie verhören den geistig Behinderten oft stundenlang, zum Teil ohne Anwalt. Mal drohen sie ihm mit Gefängnis, dann versprechen sie ihm Schokolade. Und immer wieder wollen sie wissen, was er mit